Hallöchen! Wir kommen hier heute zusammen, weil ich mit euch heute ein paar weihnachtliche Schüttelkarten machen möchte. Und ich finde, Schüttelkarten eignen sich doch am besten für Weihnachten. Denn man kann mit Schüttelkarten wunderbar Schneekugeln imitieren. Und das möchte ich heute mit euch zusammen machen. Ich habe ja zwei Beispiele. Ich habe einmal eine helle und eine dunklere Karte. Bei der Karte habe ich einen aquarellierten Hintergrund. Hier ist eine Menge Glitzer drin, der auch schon bei mir in der ganzen Wohnung verteilt ist. Beziehungsweise das werden wir heute, glaube ich, nicht nochmal anwenden. Erstmal nicht, davon brauche ich erstmal ein bisschen Abstand. Und bei der zweiten Karte ist zwar auch eine kleine Illustration als Hintergrund, aber wir werden auf jeden Fall einen aquarellierten Hintergrund machen. Und auf der anderen Seite, auf einer anderen hellen Karte, werden wir eventuell ein Lettering oder irgendwas anderes mal sehen, was mir gleich so spontan einfällt. Ich denke mal, dass wir hier ein Lettering reinzaubern werden. Und bei der hellen Karte werden wir das Fenster draufsetzen, so wie ihr es hier seht. Und bei der dunklen Karte möchte ich euch zeigen, wie ihr das Fenster in die Karte integrieren könnt. Wir fangen am besten sofort an. Am besten ist es auch, wenn ihr euch eine Schneideunterlage drunter legt, denn ich werde die Löcher mit einem Skalpell ausschneiden. Dazu brauche ich eine Schneiderunterlage, sonst mache ich mir sämtliche Unterlagen kaputt, die ich hier habe. Vor allen Dingen meinen rosanen Hintergrund. Dann brauchen wir Karten. Ich habe mir hier schon was zurechtgeschnitten. Also hier auf der dunklen Karte werden wir das Fenster in die Karte integrieren. Hier werden wir den aquarellierten Hintergrund drauf machen. Das werde ich euch gleich zeigen, wie wir das machen. Das wird dann quasi hier hinten reingeklebt mit der Folie noch dazwischen. Und dann ist das quasi eine schöne glatte Ansicht von vorne. Und auf dieser Karte werden wir das Fenster quasi vorne drauf montieren. Da habe ich mir auch schon ein Blatt in der gleichen Farbe zurechtgeschnitten. Ich hatte von den cremefarbenen Umschlägen noch ein paar drüber. Und ich wollte, dass das farbharmonisch gut zusammenpasst. Und deswegen habe ich quasi die Rückseite von dem Umschlag ausgeschnitten oder abgeschnitten. Und den hier schon mal angepasst. Und wie gesagt, das Fenster kommt hier auf dem, was drauf kommt, rein. Was brauchen wir noch alles? Also wir brauchen die Karten, wir brauchen was zum Dazwischenlegen, wir brauchen Folien für die Fenster. Da könnt ihr einfache Klarsichtfolien nehmen. Vielleicht habt ihr auch Verpackungstüten vielleicht noch übrig, die auch transparent sind. Das reicht dann vollkommen aus. Um die fest zu verschließen oder auch dann halt anzubringen an die Karten, brauchen wir doppelseitiges Klebeband. Ich habe hier so ein schmales, das habe ich mir, glaube ich, mal bei Teddy geholt. Dann brauchen wir ein Skalpell oder, wie ihr möchtet, eine Schere. Die Löcher müsst ihr natürlich nicht mit Skalpell oder Schere reinschneiden. Ihr könnt die Löcher auch mit einem Stanzer ausstanzen, wenn ihr einen habt. Eine Vorlage für den Kreis, da benutze ich meistens hier mein Schächtelchen, wo ich meine Sterne drin habe. Die haben eine schöne, große, runde Form. Ihr könnt natürlich auch mit einem Zirkel etwas vorzeichnen. Wenn ihr es genau mittig haben wollt, könnt ihr euch das auch ordentlich abmessen. Dann braucht ihr natürlich einen Zirkel, eventuell auch ein Lineal. Um die Folie noch zu schneiden, brauchen wir das Stahllineal und das Cuttermesser. Und ganz wichtig ist natürlich zum Befüllen, habe ich hier ganz viele verschiedene bunte Sterne. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, schöne Schneeflocken zu benutzen. Wenn ihr ein Loch zu Hause habt, könnt ihr einfach weißes Papier oder buntes Papier, je nachdem, wie ihr möchtet, halt lochen. Ihr könnt, wie auch bei der Karte, gerne Glitzer verwenden. Ich habe mich jetzt hier nochmal dagegen entschieden. Die Folie von hier ist sehr glatt. Ich weiß nicht, vielleicht verhält es sich bei einer raueren Folie anders. Aber das Glitzer klebt hier sehr stark an der Folie. Also man kann das Motiv dahinter schlecht erkennen. Und das hat mich sehr gestört. Und unter anderem glitzert alles dann, was ihr in eurer Umgebung habt. Beziehungsweise habe ich hier anscheinend ein ganz kleines Löchlein drin. Hier kommt die ganze Zeit Glitzer raus und deswegen glitzert es jetzt hier auch nochmal überall. Was brauchen wir noch für den aquarellierten Hintergrund? Brauchen wir auch noch eine kleine Folie. Ihr könnt den Hintergrund auch gestalten, wie ihr möchtet. Hier ist es bloß eine Idee. Ich benutze jetzt hier gleich eine Folie mit einem Sprühfläschchen und verschiedene Stifte auf Wasserbasis. Ihr könnt da aber auch gerne Aquarellfarben oder Brushpens oder was auch immer, Hauptsache die Farben sind auf Wasserbasis, benutzen. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los und wir beginnen am besten damit, den Aquarellhintergrund zu machen, damit der trocknen kann, wenn wir ihn dann brauchen. Weil wenn er trocken ist, können wir ihn dann auch erst weiterverarbeiten. Dazu brauchen wir die Folie. Ich hoffe, ihr könnt die hier
gut erkennen. Und da ich einen schönen dunklen Hintergrund haben möchte, möchte ich auch dunkle Farben benutzen. Hier nehme ich mal Blau. Nehmen wir für den Kontrast noch ein bisschen Violett mit rein. Noch ein zweites Blau. So, dann tragen wir die Farben hier ganz einfach auf. Könnte sehr großzügig sein. Vermischte hier auf der Folie auch schon so ein bisschen. Dann brauchen wir Wasser, ein Testsprüher. Und dann sprühen wir das Wasser ungefähr 10-15 cm Entfernung, sodass sich hier schöne Tröpfchen bilden. Nicht zu viel, denn wenn ihr die Folie gleich anhebt, läuft euch die Farbe runter. Dann mache ich das mal hier trocken. Am besten ist gleich, wenn ihr euch ein Tuch auch noch bereitlegt. Und dann legen wir die Folie mit der feuchten Seite direkt auf das Papier. Und dann seht ihr schon, wie die Farbe und das Wasser sich verbinden und eine kleine Fete feiern darunter. Und das hier auch noch weiter ausstreichen. Wir brauchen ja eigentlich auch quasi nur diesen Kreis, ne? Also wenn das jetzt hier ein bisschen drüber ist oder keine glatte Kante ist, ist das gar nicht so schlimm. Dann ziehe ich das schnell ab wie ein Pflaster und mache die Folie auch direkt sauber. Und dann haben wir hier einen schönen aquarellierten Hintergrund. Gefällt mir sehr gut. Das packe ich jetzt erstmal zur Seite, damit es trocknen kann. Dann nehmen wir uns die Karten vor. In die dunkle Karte, da kommt der aquarellierte Hintergrund rein und da mache ich jetzt quasi in die Karte das Loch hinein. Wie gesagt, dafür nehme ich gerne immer hier mein Döschen, was ich hier habe. Versuche das mittig zu setzen. Mache ich mir da quasi einen Kreis und mit meinem Skalpell schneide ich das jetzt aus. Den packe ich zur Seite und dann habt ihr in der Karte schon ein Löchlein drin. Ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade einmal im Schneidefieber sind, schneiden wir gleich in die zweite und dann hier genau das gleiche Spiel. Und auch hier nehme ich den Kreis gleich direkt wieder raus. Falls ihr jetzt hier ein paar Bleistiftlinien noch seht, die könnt ihr natürlich wegradieren. Das Skalpell brauchen wir jetzt nicht mehr. Packe ich auch direkt weg. Und hier auf die helle Karte kommt das quasi im 3D-Optik so ein bisschen weiter hoch. Diese Karte möchte ich allgemein sehr schlicht halten. Deswegen möchte ich hier eigentlich nur ein kleines Lettering einfügen. Mit dem Bleistift nochmal vorsichtig nur so ein paar Markierungspunkte setzen. Hier werde ich das mit einem schwarzen Feinliner machen. Ich werde mir hier auf jeden Fall meine Skizze vorher machen. Hier schreiben wir auf jeden Fall frohe Weihnachten rein. Und auch wenn das hier so ein bisschen überlappt, das ist gar nicht schlimm. So, das kann man natürlich gleich, wenn das ist ein permanenter Feinliner und wenn das gleich alles schön angetrocknet ist, kann ich das auch ohne Probleme wieder wegradieren. So, das schreibe ich jetzt halt einfach nach. Ihr könnt dafür natürlich auch einen anderen Stift verwenden. Ihr könnt dafür auch einen Filzstift verwenden. Das lasse ich jetzt aber mal ganz kurz in Frieden trocknen und nehme mir hier jetzt das Fensterchen zur Hand, damit ich eine Folie drüber setze. Die schneide ich mir mit dem Stahllineal und dem Cuttermesser zurecht. Die Breite ab. Wenn ihr jetzt eine Schneideunterlage mit Maß habt, dann müsst ihr das natürlich nicht die ganze Zeit abmessen. So, so haben wir rechts und links auf jeden Fall genügend Platz. Wenn ihr das Fenster so weit anpasst, dass es hier dran wäre, könnte es ziemlich eng werden.
wenn dann würde das, was ihr reinfüllt, halt auch schon ein gutes Stück vom Bild einnehmen. Ne? So habe ich jetzt aber auch genug Platz, dass das Füllmaterial, was ich gleich reinmache, hinter der Karte auch so ein bisschen verschwinden kann. So, jetzt habe ich natürlich noch hier Platz. Ne? Eine Seite mache ich auf jeden Fall schon ab, schon verschließen. Und jetzt kann ich hier noch ganz entspannt reinfüllen. Dadurch, dass ich sie so ja sehr schlicht habe, wollte ich hier eine kleine Mischung aus den bunten Sternen reinmachen. Goldene Sternchen, bronzefarbene. Übrigens die Sterne, die habe ich durch Zufall bei DM gefunden. Dann noch ein paar rote. Und dann haben wir hier eine schöne bunte Mischung. Dann können wir das hier auch schon verschließen. Versucht vorsichtig zu sein, dass sich keine Falten bilden. Sehr schön. So, jetzt habt ihr ein Fensterchen. Und die Sterne, die können auch nicht mehr rausfallen. Ich kann es auch schon mal so rein pro forma auf die Karte legen. Ah, das gefällt mir gut. Sehr schön. Dann radiere ich das mal hier weg auf der Karte. Dann müssen wir die Folie auf die Rückseite von der Karte kleben. Oben was festmacht oder halt nur in den Ecken, das reicht auch aus. Nur so, dass man es gleich nicht sieht, wenn man es fest draufklebt. Passt nur auf, wenn ihr es jetzt fest draufklebt, dass man die Ränder halt nicht sieht, wenn man es umdreht. Ne? So, dann haben wir es hier fest. Das gefällt mir schon sehr gut. Bevor ich das jetzt draufklebe, möchte ich hier gerne noch die Schneekugel drauf zeichnen. Ich werde hier jetzt quasi einen schwarzen Kreis als Rahmen drum ziehen. Da ich ja in dem Fenster schon frohe Weihnachten drin stehen habe, kann ich das hier auch schön ausfüllen. Dann ist die quasi hier auch schon fertig. Dann könnt ihr das Blatt, was ihr jetzt extra gemacht habt, direkt hier vorne draufkleben. Oder dreidimensionaleren Effekt zu erzielen, packe ich mir gern so kleine Pappen dahinter. So, ich habe jetzt hier Pappen angeklebt. Die werde ich jetzt weiter auf die Karte versuchen, mittig zu landen. Und dann habt ihr hier so einen schönen dreidimensionalen Effekt. Die erste Schüttelkarte ist quasi fertig. Ich will jetzt bloß noch ein paar kleine Details dazu machen. Und somit ist die erste Karte fertig. Dann kommt die zweite Karte. Da wollten wir ja den aquarellierten Hintergrund nehmen. Der ist inzwischen auch trocken. Der kommt quasi hier rein. Und bevor wir die jetzt hier drin festkleben, müssen wir das Fenster vorher noch reinmachen. Lieber zu großzügig ausschneiden. Abschneiden können wir immer noch. Sehr schön. So, hier ist jetzt genau das gleiche Spiel wie vorhin. Ich werde jetzt hier drin doppelseitiges Klebeband einfügen. Und diesmal werde ich gelochtes Papier, also aus meinem Locher habe ich das vorhin rausgeholt, und werde das quasi als Schneeflocken einfügen. So, dann habe ich das Fenster auch schon direkt fertig. Und kann es eigentlich auch schon einkleben.
Ich habe jetzt auch hier wieder nur die Ecken beklebt. Und habe dann das Fenster fertig. Und jetzt natürlich, sieht natürlich nicht aus hier drin, ne? Unser aquarellierter Hintergrund dazwischen. Hier könnte man jetzt auch noch eine kleine Tanne oder eine kleine Kirche oder ein kleines Gebäude reinmalen. Das liegt ganz an euch. Ich werde jetzt hier nur ein paar weiße Pünktchen reinmalen. Sterne oder Schneeflocken. Ihr könnt da gerne auch natürlich ein Sternbild reinmachen. Ne? Das wäre natürlich auch ein schönes Highlight. Das aber jetzt auch nicht über die ganze Fläche. Da, wo ich es quasi brauche. Wirklich eine ganz schlichte Schneekugel. Und jetzt werde ich den Rand wieder mit dem doppelseitigen Klebeband bekleben. Und diesmal auf der Motivseite. Ne? So, jetzt habe ich hier die Ränder mit dem doppelseitigen Klebeband fertig gemacht. Ich muss jetzt natürlich gucken, wo ich meine Schneeflöckchen da gemacht habe. Ränder andrücken, die Karte schließen. Und dann habe ich auch hier eine richtige Schneekugel. Diesmal weil sind halt weiße Schneeflöckchen drin. Ne? Und da ich den Inhalt ja sehr schlicht habe, werde ich diesmal draußen frohe Weihnachten oder frohes Fest oder mal gucken. Und hier unten werde ich jetzt noch frohe Weihnachten reinschreiben, denn ich habe das ja jetzt, wie gesagt, nicht in der Schneekugel drin. Das habe ich jetzt wirklich frei Schnauze da reingeschrieben und das war wirklich Glück, dass das so gut passt. Karte Nummer 2 ist fertig. Da haben wir doch zwei schöne Karten in Schneekugelform gestaltet. Ich wünsche euch einen wundervollen ersten Advent. Ich wünsche euch viel kreative Energie und zahlreiche Ideen, wie ihr solche Schüttelkarten umsetzen könnt. Ich finde, das macht so unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch was Schönes mit auf den Weg geben und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen oben da lasst. Und wenn ihr vielleicht auch gerne nochmal in meine anderen Videos reinschaut und mir ein Abonnement da lasst. Und ansonsten macht's euch fein und habt's gut. Tschüss!